Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Diese Sneak. Heute geht es um unsere Top-Filme 2017. Und zwar haben jeder von uns sich 10 rausgesucht. Und die werden wir euch heute erzählen, welche Filme für uns einfach die besten dieses Jahr waren. Und bleibt dran, am Ende gibt es noch was Cooles zu gewinnen. Und ich würde sagen, wir legen los. So, dann sind wir auch schon bei der Top 10. Wir fangen jetzt einfach hinten an. Das sind 3 Filme, bei denen wir uns nicht so 100% einig waren, wer die letzten 3 Filme sind, die in die Top 10 geschafft haben. Genau, deswegen unterscheiden die sich jetzt ein bisschen. Aber sonst, die Top 7, die sind bei uns definitiv gleich. Und da konnten wir da uns waren wir einer Meinung. Da waren wir auf jeden Fall einer Meinung. Deswegen sind die Top 7 auch wirklich die Top 7. Auf Platz 10 ist bei mir Wonder Woman. Und Wonder Woman gehört für mich zu den coolsten Comic-Verfilmungen in diesem Jahr. Ich musste sau viel lachen bei dem Film, was ich gar nicht erwartet hätte. Und was ich auch richtig geil bei Wonder Woman fand, war Gal Gadot als Wonder Woman. Sie hat mir enorm gut gefallen, mir hat ihr Charakter in diesem Film gut gefallen und die Umsetzung von Wonder Woman hätte auch richtig schief gehen können, aber ich fand's richtig cool, ich musste lachen, ich fand's spannend und alles und deswegen gehört Wonder Woman definitiv in meine Top 10. In meine Top 15 wäre es auch gewesen, aber nicht in meine Top 10. Bei mir ist auf 10 John Wick 2. John Wick 2, weil es halt, ich finde, in Top 10 gehört halt einfach ein Film, der Action ganz, ganz auf einem hohen Level darstellt. Und John Wick 2 ist definitiv der Actionfilm des Jahres für mich. Keanu Reeves als John Wick, beste. Auf Platz 9 kommt bei mir Blade Runner 2049. Ist bei ihm auch nicht in seiner Top 10 drin, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, den Film. Der Film hat mich übertrieben geflasht. Also ich habe den ersten Film, also ich habe, muss sagen, ich kannte das Original nicht, habe dir das Original voll geguckt, fand es semi, ich glaube, das hätte man in der damaligen Zeit gucken müssen. Und dann bin ich in den Film rein, dachte, mal gucken. Und das war einfach Oberhammer. Und ich glaube, dass dieser Film auch darstellt, was Kino inzwischen alles machen kann. Also was es alles auf die Kinoleinwand bringen kann, welche CGIs man produzieren kann, Soundeffekte etc. Ich finde, das ist so ein absolutes Paradebeispiel für die ganzen Möglichkeiten, die Kino inzwischen hat. Und deswegen Platz 9 Blade Runner. Wäre auch in meinen Top 15 gewesen, aber der hatte halt ein paar Schwächen, die mir nicht gefallen haben. Ich fand, der war zu lang. Der war lang, ja. Der war einfach zu lang. Bei mir eine Comic-Verfilmung auf Platz 9, nämlich Spider-Man Homecoming. Und definitiv einer der besten Filme des Jahres, weil witzig, weil super neue Herangehensweise an einen Marvel-Comic. Oder besser gesagt an Spider-Man, besser gesagt. Denn so habe ich Spider-Man noch nie gesehen gehabt. So jung, so auf dem Weg, ein Superheld zu werden und nicht schon einer zu sein. Und das fand ich sehr neu, sehr individuell und halt deswegen Platz 9. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr amüsiert, der Film. Auf Platz 8 ist bei mir ein Film, den wir vor kurzem erst gesehen haben und wozu wir auch eine Review gemacht haben, und zwar Detroit. Detroit kam in der Sneak und ich hatte vorher gar keinen Plan davon und das war ein Film, der einen Mittelteil hat, wo ich so ein Gefühl hatte, was ich selten im Kino hatte. Also wirklich die Luft angehalten und gefühlt gar nicht geatmet, gar nicht an irgendwas anderes gedacht. Es hat mich so eingesogen. Es ist ein unfassbar krasses Thema. Also es geht auch um Rassismus und Polizeigewalt in den USA und es nimmt einen mit. Es verursacht ein komisches Gefühl und ich war danach aus dem Kino, bin ich rausgekommen, dachte nur so, wow, was war das gerade? Und deswegen gehört Detroit definitiv in meine Top 10. Ja, wenn es nur die 80 Minuten in der Mitte gewesen wäre, es vielleicht sogar der Film des Jahres für mich gewesen. Jo, meine Nummer 8, Baby Driver. Und Baby Driver ist einfach ein Film, der muss meiner Meinung nach in die Top 10 aufgrund der Tatsache, dass ein Soundtrack einen Film so gut begleiten kann. Unfassbar geile Umsetzung von Musik und Film. Und auch hier ist die Action stark. Aber ich finde halt auch alle Charaktere, die in dem Film mitspielen, spielen wirklich überdurchschnittlich gut, was den Film halt sehr sehenswert macht. Ja, ich muss auch sagen, ich habe Baby Driver leider nicht im Kino gesehen, habe ihn mir aber danach natürlich angeschaut und ich mochte ihn auch enorm. Ich finde, der Film ist so,
der macht einfach gute Laune und den kann man auch immer wieder gucken, einfach definitiv, weil er so eine gute Laune verbreitet. Okay, so jetzt kommen wir zu den 7 Filmen, wo wir uns absolut einig waren, dass diese Filme in unsere Top 10 kommen. Definitiv. Und zwar Platz Nummer 7 ist Mordi. Und Mordi haben wir auch beide eine Sneak gesehen. Vor kurzem erst eine Review gemacht dazu. Ja, Mordi ist ein unfassbar schöner Film über Maud Lewis. Das war eine Künstlerin, die damals in Kanada gelebt hat und die zu ihren Lebzeiten eigentlich gar keine, nicht wirklich Aufmerksamkeit bekommen hat. Erst später wurden ihre Bilder, glaube ich, zu tausenden Dollars verkauft. Und es erzählt ein bisschen ihre Geschichte und es ist so schön erzählt. Jetzt klingelt es an der Tür. Es ist so schön erzählt und so emotional und einfach auch unfassbar gut gespielt. Das muss man sagen. Wir glauben auch, Oscar-relevant wahrscheinlich. Also meiner Meinung nach, ja. Keine Ahnung, ob es wirklich dann Oscar-relevant wird. Ich glaube, dass Sally Hawkins als Maud Lewis, dass sie, glaube ich, hoffentlich, auf jeden Fall nominiert wird. Hoffentlich. Und Ethan Hawke. Ethan Hawke gehört für mich auch. Das war definitiv seine beste schauspielerische Leistung, die er je zustande gebracht hat. Und ich fand, der Film ist einer der emotional stärksten Filme des Jahres 2017 gewesen. Es herrschte auch in dem Kinosaal eine ganz andere Stimmung, die man halt so üblicherweise kennt. Deswegen ein sehr besonderer Film. Absolut. Kommen wir zu Nummer 6. Nummer 6 ist Miss Sloane. Sloane, die Erfindung der Wahrheit. Genau. Miss Sloane, ein Film, den ich nicht so auf dem Schirm hatte, aber umso mehr überrascht war, als ich ihn dann gesehen habe, ist eine, ja, wie sagt man, Polit-Thriller. Sehr viel Lobbyistenarbeit definitiv. Und so weiter. Es ist ein Thema, wo man sich erstmal einfinden muss, aber also, wenn man in diesem Film drin ist, 15, 20 Minuten, dann seid ihr ungefähr drin, man lässt sich drauf ein und ab diesem Moment absolut stark. Also unfassbar gut gespielt von Jessica Chastain, aber auch einfach der Spannungsbogen ist so gut konstruiert, dass sogar ein Thema wie Lobbyistenarbeit und Waffenlobby und was hast du nicht gesehen, dass es so spannend ist und du auch einfach nur zuguckst und denkst so, wow. Und deswegen ist Sloane auf jeden Fall in unsere Top 10 2017. Definitiv. Auf Platz 5 ist Split. Split haben wir in den USA gesehen, in Originalversion, in einem unfassbar geilen Kino, was das Kinoerlebnis nochmal verzehnfacht hat. Und echt, wir müssen sagen, der Film war der Hammer. Mega und einfach so gut gespielt. Ja. Es ist also, ich glaube, in der Synchro geht auch einiges verloren. Ich habe den danach nochmal in der Synchro gesehen. Ja. Weswegen ich ja verstehe, warum der in Deutschland nicht so bei allen gut angekommen ist. Jetzt, ja. Aber Split für mich war direkt zu Anfang des Jahres einfach ein Highlight. Und ich habe den nie vergessen. Über das ganze Jahr hinweg war das immer so in meinem Kopf, dass ich diesen Film gesehen habe und dass er halt schon einen sehr hohen Status bei mir hatte dieses Jahr. James McAvoy auch, wie er diese verschiedenen Persönlichkeiten darstellt, ist einfach atemberaubend. Also es kam also Gänsehautmomente im Kino, wenn er in diese verschiedenen Rollen schlüpft oder umswitcht. Wer sich den nicht angeguckt hat, sollte sich unbedingt nochmal, und ich würde empfehlen, in Originalversion angucken. Genau. Weil also, das schon sehr besonders ist. Platz 5 unserer Liste. Platz Nummer 4 ist Guardians of the Galaxy 2. Der zweite Teil. Ja, Guardians of the Galaxy. Natürlich kommt dieser Film rein. Ja, definitiv. Ja. Eine der besten Comic-Verfilmungen ever. Für dich, glaube ich, sogar die beste. Ja, ich liebe diese Reihe. Also Guardians of the Galaxy ist meine Lieblings-Comic-Verfilmungsreihe. Und ich freue mich schon auf den dritten Teil. Und der zweite Teil war wieder mega witzig. Also ich liebe diesen Humor. Ich liebe Baby Groot. Ich liebe aber auch einfach alle da drin. Ja, die Charaktere, die ergänzen sich halt sehr gut. Und das ist normalerweise bei so 4-5 Leuten immer sehr schwer, so eine gute Konstellation hinzukriegen. Bei Guardians of the Galaxy klappt es. Muss man gesehen haben. Platz Nummer 3 ist Mother. Und Mother, ich weiß nicht, ob ihr unsere Review zu dem Film gesehen habt, war ein Film, der uns echt überrascht hat und echt geflasht hat. Das war so ein Film, du kommst aus dem Kino raus und denkst so, what the fuck happened? Und du hast keine Ahnung, was in diesem Film eigentlich passiert ist. Du weißt nur, es war sau spannend, es war sau gut gespielt. Und dann denkst du nach und dann wird dir einiges klar. Und dieser Moment, also wenn du viel über einen Film nachdenkst, dass du immer wieder Sequenzen hast, wo du denkst, aha, ja, diesen Moment werde ich nicht vergessen. Es war ein geiles Gefühl und deswegen Mother auf jeden Fall in unseren Top 10. Ja, also bei mir war die Besonderheit darin, dass der Groschen erst sehr spät gefallen ist. Und
Genau, das, bei uns beiden. Also ja. Wir haben erstmal gar keinen Plan gehabt und dann... Ja, und als er dann gefallen ist, habe ich über jede Sequenz nochmal anders nachgedacht ja. Und der Film hat mich dann nachträglich noch zum Nachdenken noch über Wochen eigentlich sogar angeregt und ja, das macht diesen Film auf jeden Fall einzigartig in diesem Jahr, weil das kein anderer Film bei mir geschafft hat. Ja, Aronofsky ist ja auch bekannt dafür, dass er Filme macht, die jetzt so ein bisschen abseits des Normalen sind, wo du immer darüber nachdenkst und die Sequenzen immer wieder in den Kopf kommen. Und das hat Mother geschafft und das ist, ja, wenn ein Film sowas schafft, definitiv. Ja, einfach gut. Muss man einfach anerkennen, Herr ja. Aronofsky. Nummer zwei. Get Out ist einfach boom. Get Out. ja, Get Out ist mein Fall. Ich habe den Spruch schon beim letzten Mal gebracht. Bei dem Film heißt es nicht Get Out, sondern Get In. Ich kann es einfach nur jedem empfehlen, diesen Film zu sehen. Sau spannend. Einfach spannend, sehr gut erzählt. Spannend, wie du gesagt hast. Mindfuck, also man weiß den ganzen Film nicht, was hier eigentlich abgeht. Und das ist auch geil, wenn man die ganze Zeit denkt so, hä? Also wie bei Mother, aber auf eine andere Art und Weise. Ganz andere Art und Weise. Und ja, das ist einfach geil, wenn dich so ein Film mitnimmt von Anfang bis Ende und du da sitzt und mitdenkst und überlegst. Und auch eine Story, die man so nicht kannte. Ja. Und ich glaube, beim zweiten oder dritten Mal schauen, sieht man den Film nochmal anders. Absolut. Was auf jeden Fall den Film nochmal auf eine andere Art und Weise besonders macht. Ich habe den Film jetzt schon zum zweiten Mal gesehen. Beim zweiten Mal fallen einem so viele Sachen auf, ja. Die man beim ersten Mal gar nicht sehen kann, weil man das Ende halt nicht kennt. Und ja, wenn man einen Film öfters gucken kann und einem immer wieder neue Sachen auffallen, dann ja, ist man es. Man muss auch noch sagen, das war die erste Regiearbeit von Jordan Peele. Ja. Und jetzt freue ich mich einfach auf mehr von ihm so. Und das ist schon geil. Ja. Dementsprechend absolut. Nummer zwei, Get In, nein, Get Out, aber Get In so schnell wie möglich. Ja, und dann kommen wir zum Highlight. Zum Jahr des Films. Und zwar La La Land. Yes, mein absoluter Lieblingsfilm, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und ja, dieser Film startete dieses Jahr in unseren Kinos, deswegen wird er auch in unsere Top 2017 Liste gelistet. Wie viele Oscars hat er bekommen? Sechs Oscars hat er bekommen, leider nicht für bester Film, aber für mich, also meiner Meinung nach, hätte er ihn kriegen müssen. Ja, Emma Stone, Ryan Gosling, super geile Kombi. Zu dem braucht man auch, glaube ich, nichts sagen. Eigentlich ist die Kombination Emma Stone und Ryan Gosling steht für einen guten Film. Ja. Eigentlich in jedem Film, wo die zusammengearbeitet haben, guter Film. Und ja, der Soundtrack, der Hammer, also diese Musik, die begleitet mich eigentlich jetzt schon, seitdem ich diesen Film kenne. Ich liebe diesen Soundtrack. Tut sie wirklich, denn sie summt ihn immer und immer wieder. Ja, immer wieder. Und den Film habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, seitdem er raus ist. Also Platz 1, La La Land. Und das war's dann auch schon. Das war's auf jeden Fall schon mal mit den Top 10, aber wir haben ja natürlich noch was für euch im Gepäck. Yes. Was haben wir im Gepäck? Wir haben eine Verlosung und wir verlosen zwei der Filme, die in den Top 10 sind und noch einen zusätzlich. Nummer 1, die wir verlosen, Split. Die Blu-ray von Split. Genau, wie eben schon erwähnt, auf Platz 5 unserer Top 10. Ein Film, den man auf jeden Fall gesehen haben muss. Leute, schaut ihn euch auch auf Englisch an. Ist halt im Kopf geblieben, wird auch nicht aus dem Kopf rausgehen. Deswegen sollte jemand die Chance kriegen, diesen Film zu gewinnen und ihn zu sehen. Genau, dann... Die andere Geschichte, die ich nicht vergessen habe, Get Out heißt für euch Get In. Nehmt an diesem Ding teil, holt ihn euch, versucht also die Blu-ray zu gewinnen. Get Out gibt es zu gewinnen. Und dann haben wir noch einen Film, der es leider nicht in unsere Top 10 geschafft hat, der aber für uns die stärkste deutsche Komödie dieses Jahr war, und zwar Lombok. Ich liebe Moritz bleibt treu, ja, ich liebe Lombok, ich liebe Lombok. Und Lombok würde ich gerne auch jemandem noch vorstellen, schrägstrich jemandem die Chance geben, den Film zu sehen. Was sollen wir die Menschen dafür tun lassen? Was ganz Einfaches. Ihr schreibt einfach in die Kommentare, welchen dieser drei Filme ihr gerne gewinnen würdet. Das war's auch. Ganz einfach. Und dann habt ihr die Chance, Lombok eventuell zu gewinnen. Split. Oder wollt ihr doch lieber Get Out sehen? Ihr habt die Chance, einen zu gewinnen. Sucht euch einen Film aus und vielleicht seid ihr dann der glückliche Gewinner, der den Film dann zu Hause genießen darf. Was wir auch noch vorhaben, ist eine kleine Instagram-Verlosung. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne uns auf Instagram folgen. Hier seht ihr eingeblendet unseren Instagram-Account. Da. Und da werden wir
diese zwei Blu-Rays verlosen. Und zwar Manchester by the Sea, unglaublich starker Film dieses Jahr auch. Und die geile Komödie Why Him. Diese zwei Blu-Rays verlosen wir auf Instagram. Schaut da mal vorbei. Und ja, das war's dann auch schon. Relativ einfach, relativ schnell. Top 10. Wer die Filme noch nicht gesehen hat, sollte sich die Filme angucken. Auf jeden Fall. Schaut sie euch an. Und wir wünschen euch einen verdammt guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns auf das Jahr 2018, auf neue geile Filme. Kinojahr 2018 wird bestimmt sehr, sehr gut. Vielleicht machen wir auch noch eine Vorschau, was uns im Jahr 2018 erwartet an Filmen. Aber das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Genau. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, diese Sneak. Hi. Hi. Na, Maus? Machst du mit? Guten Tag. Nein. Herzlich willkommen. Jetzt schwebe ich hier was. Hi Leute, herzlich willkommen. Was ist? Ja, ich war doch gar nicht vorbereitet. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ne, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, natürlich. Herzlich willkommen Nein, warte, was? Das war ich nicht vorbereitet. Ich kann nicht reden. Das hängt voll drin. Was denn? Keine Ahnung, Sapper, weiß nicht. Okay.